Zu einer unfassbaren Tragödie ist es jetzt im US-Bundesstaat Ohio gekommen. Ein 14-jähriger Bub wurde tot im Rauchfangschacht eines Gebäudes entdeckt. Die Tragödie hatte die Gemeinde wochenlang in Atem gehalten. Vor fast 4 Wochen ist der Bub am Weg in die Schule verschwunden. Er hat das Elternhaus verlassen, kam aber nie in der Schule an. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet, daran beteiligt 75 Polizisten und sogar ein Suchhelikopter. Die gesamte Gegend wurde abgegrast von den Beamten, zuerst völlig ohne Ergebnis. Die Angst und die Frustration in der Bevölkerung ist deshalb gestiegen in den letzten Wochen. Jetzt allerdings machten die Beamten den tragischen Fund und das ausgerechnet ganz nahe am Zuhause des Buben. In einem Nachbarhaus entdeckten sie zuerst Kleidungsstücke des verschwundenen Teenagers und dann eben die grausige Entdeckung. Im Kaminschacht steckte der Bub fest. Er war bereits tot. Die Behörden haben jetzt eine Autopsie in Auftrag gegeben und dabei kam heraus, dass das Opfer erstickt ist, dass der Bub wegen Atemnot gestorben ist. Offensichtlich konnte er sich nicht befreien aus dieser tödlichen Falle. Die Polizei sagt jetzt, dass es sich hierbei um einen tragischen Unfall handelt. Es gibt keinerlei Anklagen gegen irgendwelche anderen Beteiligten.